Hallo, hier ist wieder Manni. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es darum, wie Papiergeld eingeführt wurde, was das für einen Einfluss auf das vorherige Geldsystem mit Gold und Silber hatte, welche Vorteile und welche Nachteile es hatte, auch welche Auswirkungen das auf Silber als monetäres Gut hatte. Und das Ganze hier ist vor allem wichtig dafür, um zu verstehen, warum Bitcoin vielleicht der Sargnagel von Gold sein könnte. Und zum Schluss möchte ich nochmal meine Meinung loswerden, ob Bitcoin nun ein Risk-on-Asset ist oder ein Safe Haven bzw. Inflationsschutz. Grundsätzlich ist eigentlich Inflationsschutz nicht unbedingt dasselbe wie Safe Haven. Bei der aktuellen Inflation kann man es aber als genau das gleiche ansehen. Also viel Spaß mit diesem Video. Fangen wir also erstmal wieder an mit der zeitlichen Einordnung und schauen uns die Zeittafel von der letzten Woche nochmal an. Wir waren hier in der Renaissance und Anfang der Neuzeit. Und wir schauen uns jetzt hier in diesem Bereich um, also zwischen 1400 und 1900. Im Bitcoin-Standard zwischen Seite 42 und 45 steht, dass für das Papiergeld zwei Erfindungen notwendig waren, nämlich Telegraph und Eisenbahn. Das machte Papiergeld erst möglich. Das ist aus meiner Sicht faktisch falsch, denn erstes Papiergeld gab es in China schon ungefähr 1000 nach Christus und in Europa auch schon im 15. Jahrhundert. Und da waren weder Telegraph noch die Eisenbahn vorhanden. Für Papiergeld an sich, also Banknoten, so wie wir es im Portemonnaie haben, sind also tatsächlich nur zwei Sachen notwendig. Einmal Papier, das muss man halbwegs billig herstellen können, auch das war ja damals ein bisschen teurer als heutzutage. Und zum anderen braucht man Vertrauen in die Institutionen. Dazu kommen wir im Laufe des Videos auch nochmal. Auf jeden Fall war dann Großbritannien unter Isaac Newton im 18. Jahrhundert die erste Nation, die den Goldstandard, also das, was wir als Goldstandard verstehen, eingeführt hat. Und dadurch, dass Papier immer günstiger wurde, hat man jetzt zunehmend Papierbelege für Goldvermögen herausgegeben. Und das war im Prinzip das Anfang des Papiergeldes. Und das hatte tatsächlich so einige Auswirkungen und die schauen wir uns jetzt an. Dazu betrachten wir nochmal, was denn davor war. Also bevor es Papiergeld gab, hatten wir meistens immer Gold- und Silbermünzen. Silbermünzen waren eher so das Kleingeld und Goldmünzen waren eher so für das Großgeld verantwortlich. In Rom wurde es damals eingeführt in einem Verhältnis von 25 zu 1. Später, also zwischen 1687 und 1850, jedenfalls laut dem Buch der Bitcoin-Standard, war es ungefähr immer so zwischen 12 und 15 zu 1. Das heißt, Silber hat hier nochmal einen Wert zugelegt, wobei natürlich auch sein kann, dass dieses Verhältnis einfach nicht besonders stimmig war. So, wir erinnern uns, dass Geld drei Funktionen erfüllen musste. Wenn dir nicht mehr ganz klar ist oder du das Video noch nicht gesehen hast, wo ich ein bisschen näher drauf eingehe, dann klick mal hier oben auf die Infokarte, da erkläre ich das noch ein bisschen genauer. Schauen wir uns das an für das Papiergeld. Die Recheneinheitsfunktion, die ist auf jeden Fall gegeben, denn man kann ja auf das Papier draufschreiben, was man will. Und dementsprechend kann man, wenn das Papier direkt mit Gold gedeckt ist, das natürlich auf beliebig kleine Einheiten runter reduzieren. Die Wertspeicherfunktion funktioniert natürlich nur, wenn man dieses Papier bei der Bank entsprechend wieder gegen Gold tauschen kann. Das war dann natürlich zur Zeit des Papiergelds nicht mehr der Aureus hier, das ist ja eine römische Goldmünze. Später waren das natürlich andere Goldmünzen, aber in jedem Land war das eine andere, die ist jetzt hier nur stellvertretend. Und die Tauschmittelfunktion, das ist im Prinzip nur, inwieweit die Bevölkerung es annimmt, mit Papier bezahlen zu können. Übrigens kann man die Argumente, die Kritiker dem Bitcoin gegenüber äußern, bei der Einführung des Papiergelds hätte man die genauso bringen können. Also Papier, das ist ja nichts Richtiges, das ist ja kein echtes Metall, das ist ja kein realer Wert. Also dieses Papiergeld ist nun stellvertretender für den echten Wert, nämlich dem Gold. Jetzt entsteht natürlich die Frage, warum führt man dieses Papiergeld überhaupt ein? Warum bleibt man nicht einfach bei den Silbermünzen? Und das hat folgenden Grund. Gold hat immer das Problem, dass die Recheneinheitsfunktion nur bedingt gegeben ist. Man braucht einfach Kleingeld für die kleineren Transaktionen. Und dafür brauchte man Silber. Silber hat aber durchaus eine Schwankung gegenüber von Gold. Das heißt, der Wechselkurs ist hier nicht immer konstant. Hat man das Papiergeld, was mit Gold gedeckt ist, hat man im Prinzip nur einen Wert. Und deswegen hat dieses Papiergeld auch die monetäre Rolle von Silber komplett vernichtet. Das sieht man sehr eindrücklich hier im Gold-Silber-Ratio-Chart. Denn in Rom hatten wir hier ein Verhältnis von ungefähr 25 zu 1, das wurde festgelegt. Später dann von 1687 bis 1850, laut dem Buch der Bitcoin-Standard, von 12 bis 15 zu 1. Also hier war das immer so ein bisschen schwankend und das war ein Problem. Und nachdem das Papiergeld eingeführt wurde, sieht man schon, dass diese Gold-Silber-Ratio die ganze Zeit nach oben geht. Im 20. Jahrhundert ungefähr 47 zu 1 und nach 2000 ungefähr bei 70 zu 1. Jetzt könnte man natürlich denken, dass Papiergeld wahnsinnig große Vorteile bietet und das ist auch so, es bietet aber auch Nachteile. Und einer der größten Nachteile ist die Zentralisierung. Wenn wir uns anschauen, wie es davor war, die ganzen Marktteilnehmer sind mit ihren Waren zum Markt gegangen und haben das dort entsprechend eingetauscht. Und jeder Marktteilnehmer hatte seinen eigenen Wert in Form von Gold- und Silbermünzen, die tatsächlich einen realen Wert hatten. Jetzt ist das Ganze aber anders. Wenn das jetzt gegen Papier getauscht wird, liegt der Wert bei der Bank.
in Form von Goldreserven und wir handeln nur noch mit Papier. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, denn man hat das Gefühl, dass das Papier schon den Wert hat und das Papier wird aber leider von der Bank die ganze Zeit gedruckt. Wenn also die Papiermenge nicht durch Gold entsprechend gedeckt wird, sondern Papier mehr gedruckt wird, dann führt das Ganze zu Inflation und damit zur Entwertung. Und deswegen ist Gold auch die ganze Zeit so ein richtig guter Wertspeicher gewesen. Und das Problem ist, dass die Banken das nicht nur können, sondern dass die das in der Geschichte auch immer wieder getan haben. Früher war das immer so, dass die Fürsten oder Herrscher das Geld entwertet haben, indem sie die Goldmenge pro Münze dann immer reduziert haben. Und nach der Erfindung des Papiergeldes waren das diejenigen, die die entsprechende Druckerpresse hatten, die dann die Geldmenge erhöhen konnten und damit den Wert vom Papier reduziert haben, jedenfalls langfristig. Und das ist im Prinzip auch schon die Grundlage der Quantitätstheorie. Fassen wir also das Ganze nochmal zusammen. Also bevor es Papiergeld gab, war Papier eben nur Papier, Silber war Kleingeld und Gold war im Prinzip das Großgeld. Und danach wurde Papier eben zum Geld. Man konnte tatsächlich damit Waren tauschen. Und Silber hat die monetäre Rolle komplett verloren und ist mittlerweile dann auch nur noch Spekulationsobjekt. Es gibt einige, die noch meinen, man kann es auch als Wertspeicher nehmen, ist vermutlich auch besser noch als Papiergeld, aber es funktioniert auf jeden Fall deutlich schlechter als Gold und von daher kann es eigentlich nur kurzfristig als Wertspeicher funktionieren. Denn warum sollte man Silber als Wertspeicher benutzen, wenn Gold da viel besser funktioniert? Das hat jedenfalls die Geschichte gezeigt. Und Gold wird insgesamt zum Wertspeicher. Das heißt, die monetäre Rolle von Gold ist eigentlich auch schon nicht mehr so ganz da. Denn wenn du mit einer Goldmünze bei Aldi einkaufen möchtest, dann denke ich, wird es ein bisschen schwierig sein mit der Bezahlung. So, jetzt kommt noch der Spieler Bitcoin dazu. Und wir haben ja eben schon geklärt, Gold hat im Prinzip nur noch die Wertspeicherfunktion. Und diese Wertspeicherfunktion hat Bitcoin aber durchaus auch, über die wir gleich nochmal sprechen werden. Jetzt ist natürlich die Frage, kann Bitcoin Gold hier komplett ablösen? Also aktuell ist es ja noch so, dass die Marktkapitalisierung von Gold deutlich größer ist, weil die Leute auch mehr Vertrauen haben. Gold ist ja auch schon über Jahrhunderte hinweg ein sehr guter Wertespeicher. Aber wenn man jetzt rein von geldtheoretischen Aspekten ausgeht, dann ist es ja so, dass Bitcoin zukünftig ein besseres Stock-to-Flow-Verhältnis haben wird. Und damit entsteht die Frage, ist Bitcoin quasi der Sargnagel für Gold als Wertspeicher? Genauso wie Papiergeld der Sargnagel für Silber als monetärer Wert war. Das ist für mich eine große Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Aus meiner Sicht ist Bitcoin natürlich der bessere Wertspeicher. Rein geldtheoretisch gibt es da gar keine Frage. Aber Gold hat ja immer noch den Vorteil, dass man es direkt anfassen kann. Man kann es sehen. Und es ist immer noch die Frage, ob der Großteil der Gesellschaft einem digitalen Wert wie Bitcoin so viel Vertrauen schenkt. Aktuell wächst das Netzwerk noch. Trotzdem bleibt genau diese Frage noch offen. Ich bin relativ optimistisch. Es kann aber auch sein, dass Bitcoin und Gold beides als Wertspeicher die ganze Zeit nebenher existieren. Mich würde hier auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Würdet ihr sagen, dass Bitcoin Gold als Wertespeicher komplett ablöst? Oder seid ihr der Meinung, dass sie beide nebenher existieren? Und dann ist natürlich noch die Frage, ob die Tauschmittelfunktion von Bitcoin auch so weit steigt, dass sie auch sogar das Papiergeld ablöst. Aber ich denke, das ist eine Frage von Jahrzehnten. Bei Bitcoin und Gold könnte ich mir vorstellen, dass das auch in den nächsten 10 Jahren geschieht. So, jetzt wollen wir aber nochmal darüber sprechen, ob Bitcoin wirklich ein Wertespeicher ist. Für Bitcoin-Maximalisten und Bitcoiner scheint das gar nicht so fraglich zu sein, für einige Investoren aber durchaus schon. So höre ich das zum Beispiel immer wieder von Julian Hosp oder auch von der Formationstrader GmbH, dass Bitcoin kein Safe Haven ist, sondern eher ein Risk-On-Asset. Und dass es natürlich auch mehrere Investoren gibt, die das genauso sehen. Dazu schauen wir uns mal die Inflationsrate hier an. 2020, 2021, 2022. Und hier kann man sehen, dass wir hier erstmal eine deflationäre Phase hatten, Ende 2020 durch die ganzen Lockdowns. Und dass ab Januar 2021 die Inflation gestiegen ist. So, ist jetzt Bitcoin ein Inflationsschutz? Also hier unten habe ich die Zeitintervall eingefügt, wo die Inflation steigt und hier, wo sie sinkt. Also gerade jetzt Anfang 2022 ist sie so ein bisschen runtergegangen. Und wir sehen, dass Bitcoin erst hochgeht, dann wieder runtergeht, dann wieder hochgeht, dann wieder runtergeht, dann wieder ein bisschen hochgeht. Und jetzt hört man immer wieder dieses Argument, nein, die Inflation ist ja zum Beispiel hier gestiegen, aber der Kurs ist gefallen, deswegen ist es kein Inflationsschutz. Dann schauen wir uns das Ganze mal bei Gold an. Hier ist die Inflation wieder gestiegen, ich habe es hier wieder Zeitintervall reingepackt, aber auch hier fällt der Kurs regelmäßig. Hier ist er gefallen und hier ist er gefallen. Trotzdem gilt Gold als Safe Haven oder als Inflationsschutz bei einigen Investoren. Und wisst ihr, an welchen berühmten Philosophen mich das Ganze hier erinnert? Ja, genau, an Pippi Langstrumpf. Die Leute machen sich die Welt so, wie sie ihnen gefällt. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass Bitcoin Inflationsschutz ist, dann suche ich mir irgendein Argument, welche meine Theorie unterstützt und behaupte das dann einfach. Aber einen Beweis sehe ich nicht. Ich sehe auch keine Definition. Ab wann ist denn ein Asset ein Inflationsschutz? Wenn man eine Definition hat,
was ist ein Safe Haven für Inflationsschutz? Oder was ist überhaupt ein Safe Haven? Kann ja auch sein, dass man gar nicht vor der Inflation sich schützen möchte, sondern vor einem Aktiencrash. Und hier mal nur ein Vorschlag von mir, was ich mal so in 5 Minuten zusammengeschrieben habe. Also eine Assetklasse ist genau dann ein Safe Haven gegenüber einer anderen Assetklasse. Das kann Fiatgeld sein, können auch Aktien sein. Wenn sie diese über einen vorher definierten Krisenzeitraum in über 75% der Fälle outperformt. Und jetzt habe ich folgende These. Long Term ist Bitcoin ein Safe Haven. Short Term ist es ein Risk-On-Asset. Auch hier würde mich auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Wie seht ihr das Ganze? Seht ihr das genauso wie ich? Oder seid ihr komplett anderer Meinung? Denn ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, dass für einige das scheinbar völlig klar ist, dass Bitcoin Risk-On-Asset ist. Ist es für mich nicht. Nur weil es volatil ist, heißt es aus meiner Sicht gar nichts. So, und dann haben wir hier noch das Meme der Woche. You only lose when you sell. Das sieht man jetzt mittlerweile auch immer mal wieder. Aber diese Aussage ist falsch. Also bei Bitcoin hat es in der Vergangenheit immer gestimmt. Aus der Vergangenheit kann man aber nichts für die Zukunft schließen. Bei Aktien zum Beispiel gibt es mehrere Beispiele, wo das nicht gestimmt hat. Zum Beispiel Wirecard. Solche Memes oder solche Aussagen grundsätzlich immer mit Vorsicht genießen. Meiner persönlichen Meinung nach wird es aber auch in Zukunft noch bei Bitcoin stimmen. Die Quellen sind wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten war es das mit dem Video. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schau dir auch das letzte Video von Raphael an, was am Freitag kam. Verlinke ich hier oben nochmal. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.